Naja, ich bin natürlich schon so ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Wir haben jetzt wirklich wochenlang alles gegeben. Ich weiß nicht, wie viele Reden ich gehalten habe. Die Stimme versagt jetzt auch langsam und ich bin auch froh, wenn es jetzt zu Ende ist morgen. Und wir fiebern natürlich alle jetzt diesem Wahltag entgegen. Ich meine, die Medienhetze war in den letzten Tagen nochmal maximal. Aber ich denke, dass die meisten Menschen einfach wissen, wie die Lage im Land ist und sich richtig entscheiden werden. Ich bin ganz optimistisch für morgen, freue mich auf morgen. Gab es irgendwelche Höhepunkte, auf die Sie gerne zurückblicken in diesem Wahlkampf? Jeder Tag war ein Höhepunkt. Also das waren so viele kleine Begebenheiten und Begegnungen vor allen Dingen. Was mich besonders fasziniert hat, war wirklich die Hilfsbereitschaft. Aus dem ganzen Bundesgebiet kamen AfD-Sympathisanten, AfD-Mitglieder, haben uns unterstützt hier im Wahlkampf, haben geflyert, haben Plakate gehangen. Wir haben eine massive Unterstützung vom Bundesvorstand, von den Landesvorsitzenden der anderen Landesverbände gekriegt. Das war eine große Gemeinschaft und wäre schön, wenn dieser Geist so in Zukunft weiter durchtragen würde. Sie können ja ein gutes Ergebnis dann erwarten am Sonntag. Eine Verdopplung ist in jedem Fall drin, vielleicht auch mehr. Gibt es vielleicht irgendeine Zahl, die da besonders lieb wäre? Ja, dann wäre ich noch nicht 6 Jahre in der Politik, wenn ich jetzt schon eine Zahl prognostizieren würde. Aber wie gesagt, wir gehen von einer Verdopplung aus und das ist natürlich schon eine sensationelle Entwicklung. Wie gesagt, der Druck war natürlich enorm, man hat alle Register gezogen. Eine Verdopplung wird es werden. Jetzt kann es natürlich dazu kommen, dass dann im Landtag so ein Patt entsteht und keine Regierung irgendwie möglich ist. Wie wird da die Rolle der AfD aussehen, auch ihre eigene Rolle? Wird sich das dann ganz gelassen erstmal anschauen? Naja, das wäre genau das, was wir eigentlich wollen. Wir haben ja zu Beginn der Wahl die Strategie herausgegeben, die besagte, wir wollen als Sperrriegel gegen Unvernunft und Ideologie in der Landschaft liegen. Gegen die AfD darf nach dem 27. Oktober keine Politik mehr gemacht werden können. Wenn die Situation eintritt, dann ist es gut, weil es dann eine Entscheidungssituation gibt, gerade für die Union. Und ich glaube, wir brauchen diese Entscheidungssituation.